Hallo, Halli, hallo, herzlich willkommen zurück. Hier ist der Tizi. Ich nehme wieder auf. Und wer fegt denn hier, während ich rede? Oh, Mädel, ey, echt. Also, wie war es denn beim letzten Mal? Jetzt muss ich doch echt nochmal überlegen. Wir haben die beiden Pendleton-Brüder erlegt. Oh, Entschuldigung, erlegt ist natürlich das falsche Wort. Wir haben unseren Auftrag ausgeführt. Warte mal, Ziele. Das verrückte Genie. Okay, haben das gemeldet an unseren Admiral. Die hat das irgendwie alles gar nicht so interessiert. Der dritte Bruder der Pendletons. Naja, da weiß ich noch nicht so genau. Ich traue ihm nicht. Der hat es irgendwie hingenommen oder so. Aber so richtig. So richtig. Naja, traue ich ihm natürlich nicht mehr den Weg. So, der kaiserliche Arzt. Also, wenn ich so einen Arzt habe, setze ich mir die Spritze selber. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Der muss das falsche Mittel genommen haben. Du sollst Anton Sokolow entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine sehr mächtig. Was? Und eine seiner mächtigsten adligsten Unterstützer. Okay, adligen Unterstützer. Aha. Sokolow lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Kaltwinbrücke. Auf der Brücke. War das nicht in Erfurt auch so? Gab es da nicht auch eine Brücke? Okay, was wir allerdings nicht haben. Wir haben keine Gegenstände, wir haben irgendwie gar nichts hier. Kräfte ist toll. Können wir gar nichts machen. Knochenartefakte. Geht das jetzt schon wieder? Ne, sieht nicht so aus, ne? Inventar. Münzen haben wir nur 100. Alter, was haben wir denn gemacht? Okay, davon haben wir genug. Davon haben wir nur noch eine. Alter, ich glaube, wir haben ein Problem. Okay, pass mal auf, hier nochmal einmal Sokolow anquatschen. ist unberechenbar. Und als Leiter der Akademie der Naturphilosophie ist er sicher ein schräger Vogel. Jupp. Okay, wenn das jetzt alles war. Warum ruckelt denn das jetzt hier so? Dann gehe ich jetzt mal. Hier, das ist der dritte Bruder, ne? Der ist ja noch am Leben. Der gehört ja hier praktisch zu den Guten. Unzerstörbare Metalltür. Die haben noch nie was von Handgranaten gehört. So, ich gehe jetzt mal hier zur Keule. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, wenn du wüsstest. So. Na? Alter, ich brauche Betäubungspfeile und ich kann mir die nicht leisten. Ach so, und ich bin voll. Ach, ich habe schon eingekauft. Okay. Dann nehme ich doch glatt mal noch davon eins mit, weil ich hatte davon nur noch eins. Scheiße. Entschuldigung, aber. Aha, das heißt. Aha, 10 von 10. Ja, sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? Das war Flugs wieder Wind. Aha. Das war der andere Wind. Okay, wir bleiben auf der 7. Und gehen zu Samuel, weil der bringt uns in Richtung der Brücke, wo der verkorkste Arzt wohnt. Und den sollen wir entführen. Na, Keule, fertig? Ja, steh ruhig auf, wenn ich Ich weiß, komme. Sie haben keine Zeit, aber denken Sie an Ihre Ausrüstung und Piero. Hab ich. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Jo, Schlaf wird überbewertet, Leute. Schlaf wird überbewertet. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ja. Erstmal die Technik an die Gusche kleben hier und dann geht es los. Sammle Knochenartefakte und wähle im Tagebuch aus, welche aktiv sein sollen. Ja, das muss ich mir auch nochmal genauer angucken. Hab das bisher so ein bisschen schleifen lassen. Achso. Oha. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Ja, komisch, Jetzt ne? passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Aha. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Meint er die da? Und jetzt zu Sokolow, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da Aha. wären wir. Ja. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolows Gemächern auf Sie, Corvo.
Natürlich nur, wenn sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Also wird er da in der Mitte irgendwo wohnen? Entführe Sokolov. Deaktiviere die Scheinwerfer des Kontrollpostens. Finde und betritt Sokolovs Wohnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz neues Gebiet, ganz neue Ziele. So, deaktiviere die Scheinwerfer. Ich glaube, das sollten wir vielleicht zuerst machen. Achso, die sind beide, na gut. Beide angezeigt. Zugbrückenscheinwerfer, 115 Meter. Ja, Sokolovs Wohnung kennen wir noch nicht. Wir werden wahrscheinlich wieder öfter diesen hier brauchen. Aber das ist doch hier, ist in Erfurt ist das doch auch diese Brücke, ne? Wo man drauf wohnen kann. Wo es auch heute noch... Ach, Mist. Wo es auch heute noch eben Bewohner gibt und Häuser auf der Brücke. Südlicher Bridgeway. Alter, ich habe wieder keine Ahnung. Und das ist hier laut. Das wird doch wieder ein Fail hier. Let's fail. Okay, da könnten wir hoch. Aber ich gehe da nicht so einfach hoch, bin ja nicht verrückt. Wir gucken uns erstmal hier unten um. Das sieht nur flach aus, das wird wieder schweinetief sein. Und ich will da gar nicht rein. Also Leute, springt nie in unbekannte Gewässer. Ist ja wohl klar. So, das sind dieselben Werbeplakate wie immer. Und dieselben Fliegen wie immer. Bäh. So, jetzt gucken wir mal. Wenn der so gerissen ist, der Typ, hat er unter Umständen vielleicht... Hat er vielleicht Fallen? Aha, gucken wir, was uns hier angezeigt wird. Da oben waren zwei Leute. Was soll das jetzt mit der Kette? Was hat das hier auf sich? Ja, genau. Anschreien bringt gar nichts. Hm, sieht toll aus, aber da gehe ich nicht rein. Gibt ja wahrscheinlich genauso Piranhas wie an allen anderen Stellen. Oh nein. Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay. Ich habe noch keine Ahnung. Ich speichere einfach mal. Oh, ich bin ja schon oben. Oh, da ist ja schon einer. Ich bin doch im Schleichmodus, ne? Ich brauche mindestens einen Pfeil für Herrn Sokolov. Oh, nein. Ja, doch. Kennt ihr den? Ich finde den so geil. Du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Nicht jetzt, bitte. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Nein, bestimmt nicht. Okay, eins, zwei... Oh, drei sogar. Das sind schon mal drei Pfeile. Das ist natürlich echt schlecht. Das heißt aber, wenn ich den abschieße, meldet sich auch der andere hier zu Wort. So, der geht bis da runter, der bleibt stehen. Oh, vier sogar, Alter. Können wir die nicht umgehen, irgendwie? Hier, guck mal hier, das bietet sich doch geradezu an. Und wehe, das geht nicht, ey. Huch, wurde noch gar nicht hoch. Na gut, jetzt sind wir aber hier oben. So. Oh, da geht noch einer. Alter, die wollen mich echt verkackeiern, ne? Der pullert doch da wohl jetzt nicht etwa. So, warte mal, das ist einer. Zwei, drei, vier. Mann, Mann, Mann. Was ist das für ein komisches Gerät da? Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie ausschalten. Samt den Leuten. Tja. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr. So, der kommt zurück. Ich will jetzt da gleich mal rein in das Häuschen.
Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Scheißen Dreck. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Mist, Mist, Mist. Ich komme da nicht durch und jetzt kommt der andere Dödel. Oh, ein Scheiß. Ja, Leute, das wird wieder eine total actionreiche Runde. Ich könnte natürlich auch mit 4 Pfeilen 4 Leute ausschalten. Aber pass mal auf, ich nehme den da drin. Den schalte ich mit dem Pfeil aus. An den zoome ich mich ran. So, der hat sich hingelegt, das hat der andere nicht gemerkt. So, in der Hoffnung, dass er das auch nicht gemerkt hat, lege ich den hier ab. Oh. Nee, keiner hat was gemerkt. 2 sind noch übrig, einer pennt. Okay. So, Freunde der Nacht. Muss das Ding doch eigentlich irgendwie deaktiviert sein, oder? Wo ist denn der andere Dödel? Mist, der kommt gerade zurück. Das ist nicht so gut. Oh. Oh, der stellt sich bestimmt gleich wieder an die Wand, ja? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre Alter, hau ab. Morgen bei Sonnenaufgang. Hau ab. Geh weg. Ey, jetzt kommt der hier hoch, oder was? Scheiße, das hing hier echt fest. So, jetzt haut der andere auch gleich wieder ab. Genau, der geht und der geht aber auch. Ja, der geht da lang und der geht da lang. Oh ja, das ist gut. So, ich weiß, das mag nicht jeder von euch, aber ich mag's, die Leute so auszuschalten. Und deswegen mache ich das auch. So, jetzt ist die Frage, wie lange steht er? Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo ich hinter ihn komme. So. Ein Betäubungsfall verschwendet. Alle am Leben. So, schlaf gut. Speichern. Na los, beweg dich hier. Mann. Oh, Mist, nix. Da geht's rein. Ah, oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. So. Achtung an alle Bürger. Ist das jetzt erledigt hier? Ist das kaputt oder? Kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre wird morgen bei Sonnenaufgang. Okay, das Ding ist anscheinend wie auch immer manipuliert. Lalalalalala. So, das machen wir jetzt noch. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Hier muss ja irgendwas liegen. Kugeln sind immer gut. Keule pennt. Was, mehr ist hier nicht drin? Alter, willst du mich verkackeiern?
Okay, da ist ein Haus. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da, Zugbrückenscheinwerfer. Wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dann ist da bestimmt nichts. So, warte mal, hier ist noch ein Container. Oh, Kupferdraht. Ein Glück, Kohle ist immer gut. Da ist nix. Irgendwo sind hier diese scheiß Viecher. So. Oh, noch mehr. Komm. Pam. Oh. Pam. Noch eine weiße. Super. So. Aber was finden wir jetzt hier noch? Oder eben auch nicht. Sperre. Aufpassen. Hier könnten ja schon wieder Leute hinter sein. Nö. Ja, die Fischauslage war auch schon mal besser. Wasserhähne brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, das sind diese weißen Lichter, die wir anscheinend ausschalten müssen. Ich weiß, ich bin ein bisschen drüber, aber was soll's. Ihr wisst, wir müssen hier irgendwie alles erkunden. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Nö, aber ich bin drauf, Achtung, Leute. An alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die ich da hochkomme? Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ich weiß es nicht. Okay, Freunde. Wir sind also so weit, dass wir hinten durchs Haus gehen können. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.